Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ferner, auch von uns aus der Fraktion Ihnen alles Gute. Wir haben sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet und ein paar Monate haben wir ja noch gemeinsam. Und haben ja noch große Dinge vor. So ist das ja nicht. Es passiert so häufig bei uns in Deutschland und doch wird darüber so wenig gesprochen. Häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch von Frauen sind noch immer ein Tabuthema. Kaum jemand spricht darüber. Dabei findet die Gewalt eigentlich immer statt, auch jetzt, irgendwo in allen sozialen Schichten. Oft nicht einmal heimlich, und das wissen wir nicht spätestens seit den Ereignissen in der Neuköllner Silvesternacht. Sie macht vor niemanden Halt. Es betrifft alte Frauen und junge Frauen. Es betrifft reiche Frauen und arme Frauen. Es betrifft Frauen mit heller Hautfarbe und Frauen mit dunkler Hautfarbe, Frauen mit dunklen Haaren und Frauen mit roten Haaren. Wir alle sind betroffen. Dass so viele Frauen in Deutschland bereits Gewalt erfahren haben, ist weiterhin erschreckend. Die meisten davon übrigens in den eigenen vier Wänden. Der Täter ist oft der Partner, den man oft nicht verlieren will. Und wir reden ja nicht von einer Backpfeife oder verbaler Gewalt, was schlimm genug wäre. Wir reden von Delikten wie Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder Stalking. Etwa 35% der Frauen in Deutschland wurde in ihrem Leben bereits körperliche oder sexuelle Gewalt angetan. Wenn wir also in der U-Bahn sitzen oder im Restaurant oder im Freundeskreis oder auch hier im Bundestag, statistisch gesehen sitzt mindestens eine Frau neben uns, die bereits Gewalterfahrung gemacht hat. Wenn man sich das vor Augen führt, ist das eine erschreckende Zahl. Es ist also ein wichtiger Schritt, dass wir das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt nun ratifizieren. Ich glaube, daran hat niemand einen Zweifel. Die sogenannte Istanbul-Konvention stuft Gewalt gegen Frauen als das ein, was sie ist: diskriminierend und eine Verletzung der Menschenrechte. 81 Artikel definieren politische und juristische Maßnahmen, die Staaten ergreifen müssen, um die vorgeschriebenen Ziele zu erreichen. Deutschland hat das Abkommen bereits am 11. Mai 2011 direkt in Istanbul unterzeichnet. Für die Ratifizierung und Vermöhrung, das haben Sie ja auch erwähnt, waren noch einige Änderungen am nationalen Gesetz notwendig, von denen wir hier im Haus die meisten gemeinsam beschlossen haben. Ein wichtiges Beispiel: das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Weil das so wichtig ist, frage ich jetzt mal, wer hat die Nummer im Kopf? Frau Ferner, Sie dürfen jetzt gerade nichts sagen. Entweder Sie hören mir alle nicht zu oder die Nummer ist einfach noch zu unbekannt. Ich glaube, es ist vielleicht gerade eine Mischung aus beiden. Gudrun Zollner sagt es gerade, 0800 116 016. Ich finde, jeder von uns müsste diese Telefonnummer aus dem FF können. Das Hilfetelefon bietet ganz unkompliziert Unterstützung und Beratung an, rund um die Uhr, kostenlos, vertraulich, anonym, in 17 Sprachen. Auch ganz wichtig, es gibt ein barrierefreies Angebot in deutscher Gebärdensprache. Immer häufiger gehen beim Hilfetelefon auch Anfragen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen von geflüchteten Frauen ein. Dabei melden sich oft Mitarbeiter und Ehrenamtliche von Flüchtlingsunterkünften, die sich mit dem Thema überfordert fühlen oder einfach schlichtweg nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie Gewalt beobachten. Oft geht es aber auch nur um das Zuhören und um Entlastung. Auch in diesen Fällen kann das Hilfetelefon natürlich helfen. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass wir auch mittlerweile großartige Angebote im Internet haben. Das finde ich sehr wichtig. Denn Niederschwelligkeit ist oft der wichtigste Faktor bei der Frage, ob eine Frau Hilfe sucht. Die Hilfe muss da angeboten werden, wo sich die Frauen bewegen. Und das ist heutzutage einfach eben auch im Internet. Und dabei kommt es nicht darauf an, was wir hier im Bundestag unkompliziert finden, sondern es ist wichtig, was für die Frauen unkompliziert ist. Denn für sie ist jeder Schritt zur Hilfe schon eh sehr schwierig. Und ich möchte auch noch einmal das Projekt gewaltlos.de hervorheben. Hier erhalten Mädchen und Frauen, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen sind, Beratung und Hilfe. Und zwar ausschließlich im Internet. Zentrales Medium ist hier ein Chat, der rund um die Uhr geöffnet ist. Eine konkrete Beratung findet dann in öffentlich nicht zugänglichen Einzelchats statt,
Wir haben, und daran können Sie sich sicherlich erinnern, in den vergangenen Haushaltsberatungen den richtigen Beschluss gefasst, dieses Projekt mit 500.000 Euro vom Bund zu fördern und eine erste Amtshandlung von der neuen, Familienministerin morgen, wenn wir sie treffen, ist es hoffentlich, dieses Projekt auch zur Kenntnis zu nehmen. Ich werde ihr morgen einen netten Brief überreichen und ich hoffe, dass sie sich auch weiterhin für dieses Projekt einsetzt. Wir haben, und es wurde auch schon gesagt, in den letzten Monaten eine Reform des Sexualstrafrechts beschlossen. Der alte Vergewaltigungsparagraf, der unter anderem eine Gewaltanwendung oder Nötigung des Opfers voraussetzt, wurde aufgehoben. Nein heißt Nein, ist hier schon oft genug genannt worden, aber ich finde, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ein wichtiges Thema, was wir heute noch beschließen, sehr spät zwar, aber wir beschließen es, ist die Kinderehe. Also ein Verbot der Kinderehe. Ich glaube, ich trete hier niemanden zu nahe. Das ist umgangssprachlich so gesagt, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, was in den letzten Monaten immer wieder auch in den Medien stand. Ich trete niemand zu nahe, wenn ich sage, dass ein 14-jähriges Mädchen in keiner Kultur der Welt die geistige Reife besitzt, freiwillig eine Ehe einzugehen. Hier ist immer Zwang im Spiel, ob nun direkter körperlicher Zwang oder moralischer oder anderer Druck. Davon bin ich überzeugt. Insofern gehen wir mit dem, was wir gemeinsam unter Verbot der Kinderehe subsumiert wird, einen wichtigen Schritt, auch im Sinne der Istanbul-Konvention. Die WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. Lange war das Thema vollständig tabuisiert. Viele der betroffenen Frauen fühlen sich einfach immer noch hilflos. Scham und Angst vor Gerede oder weiteren Übergriffen hemmen sie, ihre Rechte einzufordern und Hilfe zu suchen. Viele sprechen einfach nicht und suchen sich keine Hilfe. Und noch einmal, es ist richtig und wichtig, dass wir das Übereinkommen ratifizieren. Ich sage aber auch, und Frau Möhring, das ist das, was Sie schon erwähnt haben, Papier ist geduldig. Denn allein das Ratifizieren schützt nämlich keine Frau vor Gewaltanwendungen. Es hält keinen Mann davon ab, die Hand gegen seine Frau zu erheben oder sie zu vergewaltigen. Es hilft keiner Frau dabei, sich zu wehren oder nach Unterstützung zu fragen. Die Ratifizierung muss nun mit politischen und gesellschaftlichen Inhalten gefüllt sein, und das ist sie nun bei uns. Viele kritisieren sie ja auch, dass die Ratifizierung so lange gedauert hat. Und ja, wir sind erst der 24. Staat, der ratifiziert. Das mag man falsch finden. Ein Land wie Deutschland müsste besser an diesen Dingen sein. Schneller möchte man meinen. Aber Schnelligkeit allein ist hier jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Weniger als ein Jahr nach der Unterzeichnung hat beispielsweise die Türkei das Abkommen ratifiziert. Und kurze Zeit später fand an einer Universität eine Umfrage statt, und da fand man heraus, dass 62% der türkischen Männer Gewalt gegen Ehefrauen befürworten, 28% hielten sie gar für unerlässlich, um Frauen zu disziplinieren und zu erziehen. Da wundert dann auch folgende Zahl nicht mehr. In der Türkei hat fast jede zweite verheiratete Frau bereits Gewalterfahrungen gemacht. Über die Dunkelzimmer lässt sich, wie auch bei uns in Deutschland, nur spekulieren. Und noch einmal, die Türkei hat längst ratifiziert. Daher möchte ich noch einmal wiederholen, die Ratifizierung ist richtig und wichtig, selbstverständlich, aber es sind eben auch konkrete politische Maßnahmen, die helfen. Die regionalen Unterstützungsangebote und die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Das nicht wegsehen. Diese Dinge können helfen, Frauen vor sexueller oder körperlicher Gewalt zu schützen. Oder anders gesagt, wir alle sind verantwortlich, niemand darf wegschauen. Die Voraussetzungen zur Ratifizierung der sogenannten Istanbul-Konvention haben wir erfüllt. Mit dem Gesetz zur Ratifizierung verpflichten wir uns nun, die geschaffenen Standards im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen dauerhaft aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das heißt ganz eindeutig, Frau Möhring, die Ratifizierung ist kein Anlass, sich jetzt zurückzulehnen. Der Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen bleibt gesellschaftliche und vor allen Dingen auch politische Aufgabe. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulle Schaus, Bündnis 90 Die Grünen.